Ja. Moin zusammen, jetzt geht es zu zweit in eine Random Map. Es ist schon wieder Witchview, da haben wir unsere Revanche. So, jetzt kannst du deine Revanche machen hier. Oh, schon wieder Witchview. Und das war jetzt auch noch der Randomizer. Wakers unten rechts. Okay, diesmal kein Nebel, diesmal Clear Weather. Wir bereiten dann alles vor und dann geht's ab nach Witchview. So, wir haben vollständig vorbereitet. Wir sind jetzt wieder in Witchview. Passt ja, so kriegen wir eine Revanche hier. Machen wir hier mal kurz alles auf. Hier hatte ich letztens übrigens einen coolen Yorei auf Solo, hier in dem Bereich. Der hatte mit den Türen Spaß gehabt, sogar die Eingangstür hat er zugeklatscht. Ich weiß gar nicht, er hat bestimmt gefühlt 20 Mal seine Fähigkeit benutzt. Vielleicht kriegen wir wieder so einen hier. Das wäre cool. Irgendwo in der Nähe von vielen Türen. Hm, das ist nur so ein Lichtglitch. Ich hoffe, das Küken glitscht sich jetzt nicht schon wieder irgendwo rein. Oh, ein Versteck hier. Okay. Justigu, are you here? Hinter den Kisten also. Okay. Er ist gerade oben. Er kann mich leider nicht über Funk hören. Boah, ich hab fast den Knochen übersehen. Ich hab... Achso, er hatte schon den Knochen. Okay. Justigu. Habe ich da gerade irgendwo was gehört von oben? Hier ist ja gar nichts frei. Dann sind die Verstecke wohl alle oben. Hier unten ging gerade was. Hier eine Gabel wurde gerade geworfen. Ich habe sie schon fotografiert. Müssen wir mit dem Thermo gucken. Wir müssen aber aufpassen, dass das nicht wieder dieses Bleeding ist. Weil in letzter Zeit haben wir hier oft diese Floor-Bleeding-Bugs, leider. Also die Temperatur, die geht hier runter. Ja, hier im Esszimmer, okay. Und diesmal hältst du dich fern vom Master-Bedroom, da gibt's nix. So, Kamerawarteschlange hier. Ah, ich habe vorhin keinen Orb von draußen gesehen. Ja, ich glaube, bei der Kellertür kann man diesen Glitch machen, dass man rauskommt. So, dann bauen wir mal einen kleinen Quality Highway hier. Hier unten im Keller ist da ein Versteck beim Breaker. Also diese Kisten, aber nicht der Schrank. Ja, okay. Was ist hier denn im Keller? So ehrlich. Auf die Kerzen scheint er jetzt aber nicht so abzugehen. Eine, okay. So, das hier ist Reservesalz. Das hier ist alle. So. Okay, der läuft hier auf jeden Fall rum. So, dann gucken wir mal, ob der uns einen Whisper gibt. Sing-Sang, hinter dir! Kein Phantom, ha? Huh? Ja, Phantom ist raus. Okay, Phantom ist raus. War das gerade da hinten in der Garage die Tür? Ja. Hä? Sind das Twins? Könnte sein. Okay, Sanity Check. Das war aber komisch. Warum hat er gerade in der Garage die Tür angefasst? Ist unsere Sanity so schnell runtergegangen? Oder ist er so schnell darüber gelaufen? Early Hunter, vielleicht Raiju?
Demon, Raichu, auf jeden Fall kein... Es könnte auch Onryo sein. Waren die Kerzen aus? Oder ein Yokai. Achso, du warst am Reden, ne? Okay. Die Kerzen waren an. Da bin ich mir relativ sicher. Kerzen waren an, als das Kurzi benutzt wurde. Okay, der Meer ist auf jeden Fall raus. Demon ist noch drinne. Yokai lassen wir drinne. Ich lasse... Du sagtest, die Kerzen waren an. Dann machen wir den Onryo raus. Raichu, weiß ich nicht. Ja, es zeigt aber auch 70 an, ne? Ich lass mal Mimik noch drin. Faye. Ich lass ihn mal drin, aber ich glaube nicht. Also Demon, Yokai, Mimik, Faye. Aber ich habe auch vorhin von draußen keinen Orbi gesehen, ne? Also. Ich sehe da nichts. Ja, vorhin habe ich auch keinen von draußen gesehen. Ich meine, Yokai können wir. Nee, Kruzi, Kruzi. In Demon können wir, in Yokai im Master Bedroom können wir testen. Ah, hier oben ist ein Versteck. Hier oben, da kann man einen Yokai-Test machen. Oben in dem einen Raum. Ich habe da auch mal eine Kamera eingestellt. Ich bereite das Versteck mal vor. Vielleicht noch eine Taschenlampe hier hochpacken. Weil hier kann man nämlich den Yokai-Test machen. Versucht, glaube ich, Yokai wieder zu triggern. Ist vielleicht ein Yokai. Okay. Kerzen waren aus. Okay. Ja, ich habe oben mal alles für den Yokai-Test vorbereitet. Wir können ja hier Kerzen verteilen und mal gucken, ob er nach dreimal auspusten wieder huntet. Hat er schon wieder geknabbert? Wow, da hinten hat er gerade die Tasse geworfen. Ich meine, wenn das ein Demon ist, würde das Kruzin wahrscheinlich stoppen. Also wo verstecken wir uns? Beim Kühlschrank erstmal und Yokai-Test machen wir oben. Guck mal hier, hier liegt ein Kruzi. Wenn das ein Demon ist, müsste dieses Kruzi den eigentlich auch stoppen. Okay, zwei Kerzen sind aus. Ja. Die Kerze war an, definitiv kein Onryo. Ist, glaube ich, ein Demon, weil... Wo war der vom Sensor? Ja, der war, glaube ich, in seinem Raum, ne? Ja. Ja, sehr wahrscheinlich Demon dann. Wir können einen Smudge-Test gleich machen. Lass uns mal nach oben in das eine Zimmer gehen, dann machen wir da mal einen Yokai-Test. Ich habe das schon mal vorbereitet hier. Hier können wir das gleich testen. Dann machen wir die Tür zu und testen, ob der hier reinkommt. Weil das hier ist eigentlich einer der besten Spots, um Yokai zu testen, wenn der Geist hier hochkommt. Ansonsten könnt ihr es auch im Master Bedroom oder in der Garage machen, aber da sind gerade keine Verstecke. Wir passen das eben dahin. Ich glaube, der hat nochmal das Kruzi geknabbert, ne? Ja. Knusper, Knusper, Kruzi, Knusper. Sind die Kruzis alle hinüber? Und da kackt sich schon einer ins Federkleid hier, ha? Huh? Ja, ich mach dann jetzt nachher mal einen Timer, wenn ich den gesmatcht habe. Ja. Nicht wieder irgendwo reinglitschen, wir haben es fast geschafft. Lass die Türen in Ruhe und die Kommoden. Du hast Türen- und Kommodenverbot. Mensch, Mensch, ich Mensch. Ich glitsch mich in das Versteck, das nicht verfügbar ist. Das ja, ja, toll. Dann hängt er nachher wieder fest, dann ist das Geheule wieder groß. Okay, ich lass das mal hier. Ja, bis wieder einer weint nachher. Oder alle. Yokai! Kein Yokai! Okay. 9:38? Ich schreibe mir den Timer auf. Okay, ich mache kurz einen Timer.
10:38 wäre der Demon und das würde dann ablaufen bei 11:08. 11:08 wären dann die 90 Sekunden abgelaufen. Okay. Also sehr wahrscheinlich kein Yokai. Okay, dann können wir ruhig nach unten gehen. Gut. Das ist der Geist. Hat der das Licht angemacht? Ich meine, wir wissen ja eh, dass es kein, keiner von den anderen Early Hunters ist, ne? Achso, hast du ihn schon? Sonst hätte ich den noch... Ich habe ja Verbot hier. Ich darf ja nicht hier. Ja, du darfst nicht auf das Bett klettern. Mann, ich darf nicht falsch machen. So, ein Demon könnte jetzt wieder hunten, wenn er wollte, aber er muss es auch wollen. So, bald ist die Zeit abgelaufen. Wir können danach aber noch so einen Smudge-Test machen. So, bei 8 Sekunden nach 11. Okay, läuft jetzt gleich ab und jetzt sind 90 Sekunden rum. Vielleicht ist unsere Sanity aber auch noch zu hoch. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht bin ich ja so im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob der Masterbedroom hier anfängt oder da. Haben wir einen Soundsensor? Ich will mal wissen, wo der Masterbedroom anfängt. Wenn ich den jetzt hier hinstelle, ist das der Masterbedroom schon? Erbo! Ach man. Selbst wenn ich den provoziere, macht er nichts. Oh, da bitte. Er. Hallo, Mr. Demon. Okay, 11:50. Ich mache einen neuen Timer. So, das wären dann 12:50 und 13:20 wäre es rum. Okay, er ist schneller geworden, ne? Ja, das hier drin, das zählt für den Bereich hier, das Innere. Für hier, fürs Foyer. Das ist jedes Licht hier. Oh, Sing-Sang! Oh, doch nicht. Klau mir meine Sanity. So, ich bin mal reingelaufen, damit die Sanity runtergeht. Okay, Demon Timer ist gleich rum in 5 Sekunden. So. Okay, ab jetzt könnte ein Demon wieder handeln, wenn er will. So, wenn er jetzt in dieser Zeit bis 13:20 versucht zu handeln, dann ist es ein Demon. Ja, das Problem ist, die machen es nicht immer, ne? Die handeln nicht immer nach Timer. Na toll, noch 5 Sekunden. Oh, ja, Demon! Demon! Selber schuld. Wenn man dem Geist die ganze Zeit Moon scheint, dann braucht man sich nicht wundern, dass der mal auf einen spawnt und einem das Brötchen anknuspern will. Das waren ein paar Sekunden, es waren jetzt 5 Sekunden. 5 Sekunden weniger als 90, also 85. Das heißt, ein Demon. Wir haben es nur nochmal gegenchecken wollen. Okay, auf Demon. Mein Brötchen der Arschkeks. Ja, bist du selber schuld, wenn du dir die ganze Zeit moonshinen musst, weißt du? Du brauchst dich nicht wundern, wenn er dir die Butzrunge trägt. Mensch. Ja. Okay, hast du Demon drin? Yeah. Dann Abfahrt. Ein typischer Justin. Ja, aber echt, ey. Immer diese Justins, ey. Die armen Kinder. Da gab es mal so eine Ära, wo sie jedes Kind Justin genannt haben. Und das denn. Ihr tut mir wirklich leid, ihr armen Kinder. Ich habe 3000. Und ich habe ein Stativ. Das T3-Stativ. Ja, ich glaube, das T3-Stativ bekommt man nur einen Level später nach der T3-Kamera. Und ich habe Cash bekommen. Cash in die Tasche. Was hätte ich denn so bald alles noch frei? So, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. T3 Buchgesicht, T3 Thermo. Ciao.